Und der New York Times zufolge hat nun auch Biden selbst erste Zweifel, ob er Erfolg haben wird. Kerstin Klein in Washington, was ist da dran? Das ist schwer zu sagen. Die New York Times berichtet das, dass Joe Biden offenbar zu einem Vertrauten gesagt hat, dass er die nächsten Tage gucken muss, ob er die Kurve noch mal kriegt, ob er die Stimmung noch mal drehen kann. Ansonsten müsse er vielleicht überlegen, aus dem Rennen auszusteigen. Aber das Weiße Haus hat diesen Bericht umgehend dementiert. Aus dem Weißen Haus, aus der Kampagne, aus dem Umfeld von Joe Biden hört man nur eine Botschaft, nämlich, dass Joe Biden weitermachen will. Aber man muss tatsächlich sagen, die Stimmen werden lauter. Und vor allen Dingen gibt es auch eine interne Umfrage, die die Demokraten in Auftrag gegeben haben nach dem Duell, und die ist nahezu verheerend. Da hat nämlich in diesen Umfragen Joe Biden nicht nur in den wichtigen, in den entscheidenden Swing States weiter verloren gegenüber Donald Trump, sondern plötzlich sind auch Bundesstaaten, die die Demokraten eigentlich schon für sich sicher geglaubt haben, wie zum Beispiel Virginia oder New Hampshire, selbst die sind offenbar wieder in Reichweite für die Republikaner, und da müssen eigentlich bei den Demokraten alle Alarmglocken klingeln. Und zuletzt hat ja auch ein politisches Schwergewicht der Demokraten zumindest indirekt gezweifelt, nämlich Nancy Pelosi. Pelosi, eigentlich eine enge Verbündete von beiden. Wie sind Ihre Worte einzuordnen? Ja, sie hat nicht direkt an ihm gezweifelt, aber sie hat gesagt, dass es legitim sei, die Frage zu stellen, ob das nur ein einmaliger Aussetzer, eine einmalige Episode von Joe Biden war oder ob das tatsächlich seine Verfassung ist, die tatsächlich nachlässt. Sie sagt, diese Frage ist berechtigt, und das ist eine Umkehr. Direkt nach der Debatte hat Nancy Pelosi, wie eigentlich alle führenden Demokraten, gesagt, man solle Joe Biden nicht nur an diesen 90 Minuten Debatte bewerten, sondern man solle bewerten seine 3,5 Jahre bisher geleistete Arbeit, die sich ja tatsächlich sehen lässt. Aber das ist halt eben nicht der Punkt. Die Wähler stellen nicht nur die Frage, wie war Joe Bidens erste Amtszeit, sondern natürlich stellen sich die Wählerinnen und Wähler auch die Frage, trauen wir diesem Präsidenten zu, weitere 4 Jahre gute Arbeit zu leisten? Und daran sind die Zweifel einfach nur noch größer geworden. Und es ist unklar, ob Joe Biden es schafft, diese Zweifel überhaupt noch mal auszuräumen. Insgesamt mehren sich ja jetzt die öffentlichen Berichte, wonach der Präsident auch im Alltag immer öfter Ausfälle haben soll. Kriegt Bidens Team diese Dynamik überhaupt noch mal eingefangen? Das ist schwer zu sagen. Also der Druck in der Partei, der steigt doch deutlich. Die ersten äußern sich öffentlich. Und eine Gruppe von Gouverneuren, das sind die, die dann in den Bundesstaaten auch sehr mächtig sind, die haben offenbar am vergangenen Montag auch einen sehr panischen Telefoncall miteinander gehabt. Und daraufhin hat das Weiße Haus mehrere Gouverneurinnen und Gouverneure für heute Abend um ungefähr Mitternacht deutscher Zeit ins Weiße Haus eingeladen. Wohl mit der Absicht, die wieder auf Linie zu bringen und die einzufangen. Aber wahrscheinlich werden die Gouverneurinnen und Gouverneure dort auch dem Präsidenten widerspiegeln, was sie in ihren Bundesstaaten erleben. Da ist zum Beispiel der Gouverneur von Minnesota dabei, einem wichtigen Swing State, den Joe Biden unbedingt gewinnen muss. Und der wird ihm wahrscheinlich sehr unverblümt widerspiegeln, was er erlebt. Also es dürfte durchaus anzunehmen sein, dass die Gouverneurinnen und Gouverneure in dieser Sitzung hinter verschlossenen Türen durchaus auch möglicherweise Druck ausüben auf Joe Biden und ihn überzeugen, dass es vielleicht doch nicht die richtige Wahl ist, dass er weiter durchhält. Öffentlich ist der Druck bisher von einigen wenigen da, aber noch nicht in der Breite der Partei. Aber wenn jetzt die Aufforderungen zum Verzicht noch zahlreicher werden sollten, wie könnte denn ein Rückzug Bidens überhaupt vonstatten gehen? Also das müsste Joe Biden schon selber entscheiden. Er hat ja in allen Vorwahlen der Demokraten die Wahlmänner- und Wahlfrauenstimmen eingesammelt. Das heißt, die werden im August zum Parteitag reisen mit dem Auftrag, für Joe Biden zu stimmen. Und nur Joe Biden selbst könnte sagen, ich bin zu der Ansicht gekommen, dass ich doch nicht nochmal antrete. Er könnte sich auch feiern lassen für all das, was er erreicht hat, und könnte dann aber sagen, ich gebe die Wahlmänner und Wahlfrauen frei und könnte dann entweder seine Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützen oder aber er könnte auch zur Seite treten und sagen, macht einen offenen Parteitag, ein offenes Rennen. Da gibt es ja noch andere, die im Gespräch sind. Das würde natürlich chaotisch werden. Das würde auch bedeuten, dass der oder diejenige, die da möglicherweise neu eintritt, noch wenig Zeit hat, sich national bekannt zu machen, sich einen Namen zu machen. Und andererseits könnte das aber natürlich auch nochmal einen ganz neuen Schwung reinbringen, eine ganz neue Begeisterung möglicherweise, weil die fehlt im Wahlkampf total. Die Mehrheit der Amerikaner möchte dieses Rematch zwischen Donald Trump und Joe Biden nicht. Und da könnte es durchaus auch nochmal attraktiv werden für die eine Wählerin oder den anderen Wähler, wenn da nochmal jemand Neues ins Rennen kommt. Aber wie gesagt, der Ball liegt jetzt bei Joe Biden. Wenn er antreten möchte, dann wird er daran kaum zu hindern sein. Und Bidens Herausforderer Trump hat ja jetzt Oberwasser durch die Immunitätsentscheidung des Supreme Courts. Was bedeutet die Entscheidung eigentlich für die anderen Gerichtsverfahren gegen den Ex-Präsidenten?
Also erstmal bedeutet es ganz konkret für das Verfahren in New York, da geht es um die Schweigegeldzahlung, da ist er schon verurteilt, da sollte eigentlich jetzt kommende Woche das Strafmaß verkündet werden. Das verschiebt sich jetzt nochmal, weil jetzt erstmal geklärt werden muss, welche von Donald Trumps Handlungen waren offiziell und sind damit vor Strafverfolgung geschützt und welche seiner Handlungen waren inoffiziell, also privat und sind nicht geschützt. Damit wird sich auch dieses Gericht nochmal befassen müssen. Aber fast noch gravierender ist, dass die anderen Prozesse wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden. Es ging ja konkret um den Prozess hier in Washington, wo es um die Rolle Donald Trumps rund um den 6. Januar ging. Die Frage, was hat er getan, um diese Wahl zu kippen? Ist das strafbar? Und das war ja eigentlich ein Prozess, der den Demokraten hätte helfen können. Wenn all diese Dinge, die Donald Trump rund um die vergangene Wahl getan hat, Menschen angerufen, Druck auf seinen Vizepräsidenten Pence ausgeübt, den Mob angestachelt, wenn all das nochmal in die Erinnerung der amerikanischen Öffentlichkeit gerufen worden wäre, das hätte mutmaßlich den Demokraten helfen können. So hilft es nur einem, nämlich Donald Trump. All diese Prozesse sind vertagt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und spielen im Wahlkampf damit keine Rolle. Und das ist natürlich im Interesse von Donald Trump. Danke, Kerstin Klein in Washington.